Resident Evil Revelations. 22.25 Uhr. Durchgang im Kielraum. Dieses Geräusch da. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Also jetzt bin ich doch wieder ein bisschen verwirrt. Wir haben doch gerade eben in 5.1 unsere beiden glorreichen und kampfwütigen Helden gehabt, die ganz zu zweit eine komplette Militärbasis infiltriert und ausgeräuchert haben mit tonnenweisen an Actionsequenzen, unsichtbaren Gegnern und allen möglichen anderen Kram. Und jetzt sind wir hier auf dem Schiff. Nein, ich habe nichts übersprungen. Das wüsste ich sehr genau. Irgendwas anderes ist hier gerade komisch. Okay, jetzt spielen wir halt die beiden weiter. Ich finde das nur halt ein bisschen schade. Vorher hörte sich das nämlich so an, als wenn wir jetzt so in tobende Meuten an Hunderttausenden an Zombies kommen und irgendwie ist hier gar nichts. Ich weiß jetzt zwar so noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Also halte ich davon am besten erstmal gar nichts. Und denke mir, ja, ist toll. Dann machen wir halt hier weiter. Einen Handabdruck gefunden. Okay. Ja. Wieso auch nicht? Finden wir doch einfach mal einen Handabdruck. Und hepp. Wo ist das Leck? Seid verdammt, Weltraum. Wollt ihr das Schiff mit eurem neuen Virus versenken? Das ist keine gute Idee. Und ich brauche Munition. Denn ich habe so gut wie gar nichts mehr. Das ist ja vorher beim Tittenmonster draufgegangen. Und habt ihr jetzt mal endlich auf die Türen hier geachtet? Die sehen alle gleich aus. Wo bin ich denn hier gelandet? Kiste! Oh, ich hatte aber gar nichts Neues. Ah, stimmt. Was ich testen wollte... Feuerstoß brauche ich nicht. Feuerrate. Nahtreffer, schon Schaden. Ich wollte hier nämlich was rausnehmen. Ich wollte hier nämlich den kritischen rausnehmen. Und hier wollte ich den Schaden rausnehmen. Die beiden wollte ich hier reintun, weil ich habe mir das mal so überlegt. Wenn man sich das nämlich zusammenrechnet, die Waffe macht jetzt 132 Schaden, hat 50 Schuss Munition. Das heißt, wir können so gesehen knapp über 650, nee, über, ach Kappes, was rede ich denn da schon wieder für einen Scheiß, über 6500 Schadenspunkte rausdübeln. Und mit dieser Waffe mit 12 Schuss, wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet, einfach nur mal 12, also 143 mal 12, bin ich gerade mal bei 1800. Und von dem her, ich denke, wenn ich dann den Schaden auf die MP5 setze, das würde weitaus mehr Sinn machen. Das ist mir eingefallen, als ich mir beim Schneiden nochmal die ganzen Videos angeguckt habe, dachte ich mir, scheiße, spiel nie wieder mit Bier im Schädel. Der Kielraum wird geflutet. Warum? Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Wie wär's denn damit, du Scheißcomputer? Du überbrückst das Ganze und schaltest das einfach von hier aus. Ich muss den Maschinenraum finden. Gut, dann suchen wir mal den Maschinenraum. Aber was hatte ich gesagt? Ich hatte doch gesagt, dass man da irgendwie mal bestimmt die Schotten, irgendwas, dass da was damit ist. Das war in 4.1 war das, glaube ich, sogar in der Folge, wo ich das gesagt hatte. Ja, genau, direkt am Anfang. Da kam es nämlich Wasser dann... Steigt. Los, uns bleibt keine Zeit. Ich sehe nicht, dass es steigt. Aber gut, wenn du das sagst, Jill, dann wird das wohl so sein. Es war so klar. Was bist du für einer? Na!
bist du? Na, du bist lustig. Dann fang mal an zu saufen. Damit du das Wasser hier rauskriegst. Spaßvogel. Na, schöne Scheiße, das kommt von da oben rein. Oder ist das... Okay, das ist Wasserdampf. Der Dampf würde mich bei lebendigem Leib garen. Eine heiße Jill. Moment, wie komme ich da hin? Komme ich da oben dran? Kann ich es runterschießen? Nein. Schade. Haben wir sonst noch was? Da haben wir noch was. Nein, da sollte ich besser nicht so hergehen. Muss ich mir das dann später holen? Kein Wasser. Doch noch Wasser. Dann kann ich aber auch gleich hier rumgehen, weil da hinten ist eine grüne Pflanze. Grüne Pflanze. Ich habe hier keine einzige Blume in meinem Zimmer hier stehen. Und ich freue mich über jede grüne Pflanze. Irgendwas mache ich falsch. Aha! Überraschung! Was? Nein! Geh aus dem Weg! Au! Ne? Komm schon! Komm schon! Sind das zwei? Ach, scheiße! Ah! Ich glaube, ich sollte vielleicht doch lieber die Schrotflinte nehmen. Und der nächste bitte. Geh weg, du Molch. Oder was du auch immer darstellen sollst. Egal was es ist auf jeden Fall schon mal tot. MG-Munition. Ja, genau das brauche ich jetzt. Zeig mir an, dass hier... Irgendwas soll hier sein. Ah! Noch mehr MG-Munition. Zeit zum Nachladen. Und Gewehrmunition kann ich keine mehr mitnehmen. Na toll. Okay, bevor ich jetzt daher gehe, wo ich glaube ich hin muss, gehe ich erstmal hier hinten her. Ich möchte ja jeden Raum hier unten absuchen. Oh! Spezialzubehör! Schön! Kannst du da nicht einfach durchtauchen? Na, super. Wohl eher nicht. Da kann ich nicht hochklettern. Was? Das heißt dann doch hier erstmal die Treppe hoch. So. Okay, kann ich vielleicht da oben hoch? Nö. Nicht so wirklich. Und hier müsste irgendwo etwas angeblich sein. Aber wo?
Oder hier unten? Nö. Er hat doch gerade eben was... Da! Noch mehr MG-Munition. Ah, hallo! Ermöglicht einen Neustart, aber es funktioniert nicht. Toll. Das heißt, ich müsste irgendwie wahrscheinlich versuchen, darüber zu kommen, wo ich aber noch nicht hinkomme. Moment. Erstmal das hier und da ist eine Notiz. Wartungsbericht bezüglich Dampfleitung. An das Wartungspersonal. Eine der Abdeckungen hat sich von den Leitungen am Kielgang gelöst und jetzt strömt Dampf aus. Der Dampf ist kochend heiß. Man muss sich also etwas einfallen lassen, um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nadel auf der Anzeige auf die richtigen Buchstaben richten. Dadurch strömt der Dampf nicht mehr aus den Leitungen. Was ist das denn für eine bekloppte Regelung? Das sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A. Vor dem Frachtraum. B. Maschinenraum oben. C. Maschinenraum unten. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an der Stelle abdreht, dafür einen anderen austritt. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ach, egal. Beachtet dies, wenn ihr die Nadelposition verändert und die verschiedenen Bereiche nutzt. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal C. Dann müsst ihr hier oben. Moment, war C oben oder war... Weißt du, wenn ich es normal mache, geht er wieder runter. Okay, das heißt, ich muss jetzt einmal erstmal hier. Dann kann ich da unten durch. Da wird dann wahrscheinlich irgendwo der nächste Hebel sein, den ich dann umlegen muss. Hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Das habe ich doch selber schon probiert. Ob ich das hinkriege. Okay. Ja. Probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Okay, ich mach das. Andere Tafel untersuchen. Na gut. Dann muss ich wohl erstmal alleine los. In der Hoffnung, dass hier keine neuen Viecher kommen. Aber so wie es aussieht, wohl erstmal nicht. Schön. Da habe ich an mich erstmal ein bisschen Ruhe. So, da war ich. Dann kann ich jetzt hier rüber. Wohin komme ich denn jetzt hier? Boah, ich pack das Ding einfach so in die Tasche. Karte unter Innenräume aufgenommen. Boah, hier geht's hoch. Er speichert. Oh nö. Überraschung. Oh nein, das sind diese angeblichen Guppies, was ich eher als Keulkarpfen sehe. Oder ein Hecht oder keine Ahnung. Das ist aber auf jeden Fall kein Guppi. Die sind weitaus kleiner. Und wie komme ich da zum illegalen Teil hin? Von der anderen Seite, okay. Eigentlich müsste ich da unten durch. Echt ziemlich groß, dieses Ding. Wozu es wohl dient? Also entweder sperrt es was ein oder sperrt etwas aus. Da fehlt ein Zahnrad. Das hätte ich jetzt so spontan gar nicht gedacht. Nachdem sich das Ding in der Mitte dreht. Ich hoffe nur, das war das einzige Vieh hier. Nein, war es nicht. Oh, ein Treffer reicht. Oh, da ist noch einer. Ja, was machst du da hinten? Du sollst zu mir. Scheiße!